Ahoi und herzlich willkommen bei Medium Imperium. Wir spielen heute wieder den Flugsimulator 2020 von Microsoft. Letzte Woche Dienstag ist das neue World Update erschienen, World Update 10. Und wir gehen wieder in die USA. Und zwar haben wir 3 Landing Challenges und 3 Discovery Flights, wovon ich nur einen machen werde. Und zwar Seattle, St. Louis kenne ich mir nicht aus, habe ich zu wenig zu erzählen. Grand Canyon gibt es noch, habe ich schon gemacht. Und dann gehen wir nochmal nach Seattle. Jetzt machen wir Atlanta. Und dann gibt es noch Inkem und Telluride. Noch ein Epic und eine Strong Winds Challenge. Ich weiß, darauf freut ihr euch am meisten. Aber jetzt erstmal ab nach Atlanta. Viel Spaß! So, und da gehen wir rein. Ab auf dem Weg nach Atlanta. Atlanta ist ja, glaube ich, so ein Umsteige-Hub in den USA. Ist, glaube ich, auch einer der meist frequentierten Flughäfen dort. Und sollen wir mal gucken, was das hier so kann. Wir sollen landen auf 27 rechts. Ich meine, ihn schon im Blick zu haben. Ich wäre gern ein bisschen langsamer. Die Flaps sind doch draußen, ne? Ja. Oh, ein bisschen Schub raus. Ja, und auch nicht zu doll durchsacken hier. Ja, ich weiß, ich bin zu schnell, aber ich habe volle Flaps. Und den Hebel hier irgendwie auf so einem Drittel. Ich muss nochmal was reinhauen hier. Das nützt alles nichts, auch wenn ich gern einen Tick langsamer wäre, aber es ist noch im Rahmen. Da kommen wir gleich runter auf 150, so hoffentlich kurz vor Touchdown. Das müsste hier... Zeigt jetzt zwar eher den linken an, würde ich sagen, aber es wird der rechte sein. Muss der rechte sein. Ja, das sieht doch gut aus. 500 Fuß nur noch, dann müssen wir noch ein bisschen was reinpowern. Ein bisschen zu schnell, zu weit runtergegangen. So, ein Tick weit, zu weit rechts. 300, jo. Oh, der war unsanft. Der war reichlich unsanft, leider. Ah ja, mit den großen Vögeln habe ich ab und an mal noch meine Probleme. Denn irgendwie, man denkt, man hätte noch ein kleines bisschen Platz unter sich. Hat man aber dann doch nicht. Das ist aber okay. Das ist absolut okay. Ein B, gerade so. Aber nehmen wir mit. Und das war auch gar nicht so schlecht. Die Smoothness wäre sicherlich noch ein bisschen besser gegangen. Ey, Precision, Ast rein. Ground Roll. Auch für unsere Verhältnisse super nice. Ja, super stark. Ja, dann lasst immer gerne ein Like da. Dann verpasst ihr nichts mehr vom Rest des World Updates 10 USA gibt es noch 2 Landing Challenges und ich mache noch einen Discovery Flight über Seattle, Washington. Ich freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen und dann sage ich, macht's gut, bis bald, adios und ciao, ciao.